Mieses Hotel erwischt? Beim Urlaub buchen solltest du besser kein Risiko eingehen. Die Reiseexperten im Nienburger Reisebüro beraten dich mit Sicherheit und ohne Mehrkosten, damit deine Urlaubszeit auch wirklich die schönste Zeit des Jahres wird. Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Timo Schwiersch und dies sind die Themen für Sonntag, den 1. Mai. Es sei schon ein besonderer Anlass, wenn man ein Ausstattungspaket von über 1 Million Euro an die Feuerwehr übergeben darf, sagte Nienburgs Landrat Detlef Kohlmeier am Freitagabend bei der offiziellen Indienststellung mehrerer Feuerwehrfahrzeuge. Der Landrat räumte ein, dass es schon einige Zeit gedauert hat, bis die Erkenntnis, eine zweite Drehleiter zu beschaffen, gereift war. Die Drehleiter entspricht dem neuesten Stand der Technik und hat 570.000 Euro gekostet. Was finden Sie gut am Holtorfer Freibad? Was könnte man verbessern? An welchen weiteren Aktivitäten im Holtorfer Freibad wären Sie interessiert? Kennen Sie das Freibad am Dobben überhaupt? Können Sie eigentlich schwimmen? Einen Fragebogen mit diesen und weiteren Fragen hatte der 12. Jahrgang des beruflichen Gymnasiums Wirtschaft an der BBS Nienburg im Rahmen der Projektarbeit entwickelt, die turnusgemäß ein Jahr vor dem Abitur auf dem Stundenplan steht. Für die nächste lange Saunanacht am Samstag, dem 7. Mai, hat sich Nienburgs Vis-à-vis-Team etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Star des Abends ist Saunaweltmeister Visa Bitiki. Und der wird sich an diesem Abend richtig ins Zeug legen, verspricht Thomas Wulff, Marketingmann der Bäder GmbH. Am 24. Februar 2017 ist die Show Amazing Shadows, aufgeführt vom amerikanischen Star-Ensemble Catapult Entertainment, im Nienburger Theater zu Gast. Der Vorverkauf für diese faszinierende Reise in das Reich der lebenden Schatten beginnt am Montag, dem 2. Mai. In Hoya heißt es traditionell an Himmelfahrt, Grafschaft Hoya ist mobil. In diesem Jahr startet die Fahrradrallye bereits zum 18. Mal und zeigt wieder idyllische Landschaften sowie vielfältige Stationen. Gestartet wird am 5. Mai im Industrie- und Gewerbegebiet Schweringen bei der Tischlerei Bormann. Das Startfenster ist von 9 bis 11 Uhr geöffnet. In Uchte findet an diesem Wochenende zum ersten Mal ein Maifest statt. Das Maifest ist eine Kombination aus dem einstigen Uchter Frühjahrsmarkt und dem Tag der offenen Tür und soll künftig immer am Wochenende vor Christi Himmelfahrt stattfinden. Zum Sport. Die jungen Tänzerinnen von Be Charmed und die kleinen Mäuse von 20 Step Feats vom TV Jan Rehburg legten beim NTB Dance West in Oldenburg fantasievolle und ausdrucksstarke Auftritte hin. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Sonntag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.